Nach der Umstellung habe ich den Eindruck, dass es den Kühen einfach besser geht und unser Erstbesamungserfolg ist höher gegangen. Herzlich willkommen beim Netzwerk Fokus Tierwohl, dem Podcast für tierwohlgerechte und nachhaltige Nutztierhaltung. Heute. Willkommen zum neuen Podcast des Netzwerks Fokus Tierwohl. Heute widmen wir uns einem aktuellen Thema in der Milchviehhaltung und zwar der verlängerten Zwischenkalbezeit. Mein Name ist Christian Lamberts, ich bin Bereichsleiter Tierwohl am Fiebel und werde Sie heute gemeinsam mit meiner Kollegin Susanne Geckler von der DLG durch dieses Interview begleiten. Danke Christian, ein herzliches Willkommen auch von mir. Wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen, die ich sehr gerne begrüßen möchte. Das sind Dr. Anke Römer als Wissenschaftlerin und Frau Konstanze Rover als Praktikerin. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, noch ein paar Worte zum Netzwerk Fokus Tierwohl. Das Netzwerk Fokus Tierwohl ist ein Verbundprojekt aus allen Landwirtschaftskammern und landwirtschaftlichen Einrichtungen der Bundesländer. Weitere Partner sind der Verband der Landwirtschaftskammern als Projektkoordinator und wir von Fiebel und DLG. Im Netzwerk wird Wissen zu Tierwohlfragen gesammelt, fachlich eingeordnet und dann für die Praxis aufbereitet. Ein weiterer Teil ist das Netzwerk Impulsbetriebe Tierwohl. Dies sind innovative Betriebe, die sich zu aktuellen Tierwohlthemen austauschen und ihre Erfahrungen mit Berufskollegen teilen. Wir freuen uns, dass wir heute eine Betriebsleiterin aus diesem Netzwerk begrüßen dürfen. Als erstes begrüße ich aber Dr. Anke Römer. Frau Römer, würden Sie sich bitte kurz vorstellen? Ja, ich bin Anke Römer. Ich arbeite am Institut für Tierproduktion der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern und ich beschäftige mich insbesondere mit der Lebensleistung, Nutzungsdauer, Gesundheit und eben auch der Fruchtbarkeit von Milchkühen. Wir haben keinen eigenen Versuchsstall, leider nicht, oder manchmal ist es vielleicht auch gut so. Wir kriegen unsere Daten aus den Betrieben aus Mecklenburg-Vorpommern, ein großes Netzwerk, das Testherdennetz der Rinderallianz, 30 Betriebe, und das ist ein ganz, ganz toller Datenschatz. Vielen Dank, Frau Römer. Dann begrüße ich unseren zweiten Gast. Das ist Konstanze Rover aus dem Netzwerk der Impulsbetriebe Tierwohl. Frau Rover, stellen Sie sich bitte auch kurz vor. Moin, mein Name ist Konstanze Rover. Ich bin zusammen mit meinem Mann aktiv auf einem Milchviehbetrieb mit 220 Kühen oder 220 Kühen in Milch, 240, 250 Kühen haben wir. Wir haben eine Leistung von etwas über 10.000 Liter, machen seit 2011 Ad libitum Fütterung und Kälber ist eben mein Steckenpferd. Und seit knapp zwei Jahren machen wir jetzt auch diese verlängerte Zwischenkalbezeit. Dankeschön, Frau Rover. Dann lassen Sie uns doch gleich in unser heutiges Thema verlängerte Zwischenkalbezeit einsteigen. 400 Tage Zwischenkalbezeit gelten seit jeher als Richtwert für ein gutes Fruchtbarkeitsmanagement. Immer mehr Betriebe stellen das aber mittlerweile in Frage und verlängern die Zwischenkalbezeit sogar auf bis zu 500 Tage oder mehr. Als Gründe werden die guten und positiven Auswirkungen auf Gesundheit, auf die Fruchtbarkeit und auf die Leistung genannt. Wir möchten heute gerne mit unseren Experten über die Chancen und Herausforderungen einer verlängerten Zwischenkalbezeit sprechen. Und das in einer Zeit, in der Stichworte wie Nutzungsdauer, Lebensleistung oder auch die Verwertung der männlichen Kälber die Diskussionen um die Milchviehhaltung bestimmen. Frau Römer, zu Beginn vielleicht gleich eine Frage zur Klarstellung. Wann spricht man von einer verlängerten Zwischenkalbezeit? Was ist normal? Was ist verlängert? Ja, das ist nicht so einfach zu definieren. Es geht hier ja um eine bewusst verlängerte Zwischenkalbezeit und die wird nur bestimmt durch die freiwillige Wartezeit, also wie viele Tage ich einer Kuh nach der Kalbung gebe, bevor ich sie wieder besamen möchte. Früher oder bisher, das hatten Sie erwähnt, waren das standardmäßig in unseren Betrieben 42 Tage. Heute haben viele Landwirte diese Frist, sag ich mal, schon auf 60 Tage erhöht. Das würde ich noch nicht als verlängerte Zwischenkalbezeit bezeichnen, aber ab 80 Tagen freiwillige Wartezeit könnte man aus meiner Sicht von einer gezielt verlängerten Laktation sprechen. Aber der Ausgangspunkt ist dabei immer entscheidend. Frau Rover, wie Sie schon gesagt haben, haben Sie schon seit mehreren Jahren Erfahrung mit der verlängerten Zwischenkalbezeit gesammelt. Was waren Ihre Beweggründe, sich damit zu beschäftigen und aktiv anzugehen?
Also wir hatten dann schon fast eine verlängerte, also wir waren nie bei 42 Tagen, wir waren von jeher bei 60 Tagen Wartezeit und unsere Kühe haben die Leistung gesteigert und es ist einfach ärgerlich, eine Kuh mit 30 Litern trocken stellen zu müssen, weil das nächste Kalb kommt. Das war so der Hauptgrund eigentlich. Okay, noch eine Anschlussfrage. Besamen Sie Ihre Kühe grundsätzlich später oder wählen Sie sich dafür bestimmte Tiere aus, zum Beispiel solche mit sehr hohen Milchleistungen? Wir gehen nicht nur nach der Milchleistung, sondern wir haben ein Herdenmanagement-Programm, was uns alle Informationen liefert und wir sehen uns auch die Kuh direkt an, so dass wir nicht nur nach Milchleistung gehen, sondern nach Fett-Eiweiß-Quotient, der Inhaltsstoffe der Milch und nach der Konditionierung der Kuh. Vielen Dank für die ersten Eindrücke. Jetzt würden wir uns gerne etwas genauer damit beschäftigen, wo die Vorteile der verlängerten Zwischenkalbezeit liegen. Frau Römer, Sie beschäftigen sich seit Jahren wissenschaftlich mit dem Thema. Im Grunde geht es ja bei der Verlängerung der Zwischenkalbezeit darum, den Besamungszeitpunkt weiter nach hinten zu schieben. Was steckt da dahinter und wo genau liegen die Vorteile dabei? Dahinter steckt aus unserer Sicht das Mitgehen des Landwirtes mit der Entwicklung seiner Kühe. Als man eine Zwischenkalbezeit festlegen musste, also mit Beginn der künstlichen Besamung, lag die Milchleistung bei etwa 3.500 Liter. Bei einem solchen Leistungsniveau muss die Zwischenkalbezeit ein Jahr betragen, damit die Kühe sich nicht selbst trockenstellen. Und seit dieser Zeit, also seit Mitte der 70er Jahre, hat sich die mittlere Milchleistung mehr als verdoppelt und manche Kühe geben viermal so viel Milch im Jahr. Auch der Verlauf der Laktationskurve hat sich damit verändert. Wenn eine Kuh heute ihr höchstes Leistungsniveau erreicht hat, das ist etwa um den 70. Laktationstag, soll sie nach althergebrachter Weise schon wieder tragend sein. Dazu fehlt ihr einfach teilweise die ausreichende Energieaufnahme, was sich dann in einem höheren Besamungsaufwand, längeren Zwischentragezeiten und so weiter in einer schlechteren Fruchtbarkeit äußert. Und ich denke, wir Landwirte haben es versäumt, unsere Ansprüche in puncto Fruchtbarkeit den Kühen anzupassen. Wissenschaftliche Untersuchungen von Neotas und Kaske belegen zum Beispiel, dass Hochleistungskühe, das Herdenniveau betrug ca. 11.000 Liter Milch, die bewusst erst nach dem 180. Tag besamt wurden, die besten Fruchtbarkeitsparameter aufwiesen, also den geringsten Besamungsaufwand, die beste Brunsterkennung und den höchsten Erstbesamungserfolg. Und das nicht nur im Vergleich zu Kühen, denen nur 40 Tage freiwillige Wartezeit gegönnt wurde, sondern auch zu Kühen, die 120 Tage auf ihre erste Besamung warten mussten. Und Vorteile sehen wir insbesondere darin, dass die Kuh zu Laktationsbeginn mehr Energie für sich selbst und zur Milchproduktion zur Verfügung hat. Und mit frühen Besamungen kappen wir eigentlich die Milchleistung und die Persistenz der Laktation. Und zum anderen geben die Kühe dann zum Ende der Laktation nicht mehr so viel Milch, sodass wir sie nicht mehr mit 30 Litern am Tag trockenstellen müssen. Also kommt späteres Besamen der Kuh zugute, bedeutet mehr Tierwohl, aber auch mehr Milch und gegebenenfalls auch geringeren Antibiotikaverbrauch. Jede Kalbung stellt aus unserer Sicht für die Kuh, also die Mutter, ein gesundheitliches Risiko dar, sowie einen gewissen Alterungsprozess für die Kuh und ist mit erheblichem Arbeitsaufwand verbunden. Und weniger Kalbungen bedeuten also weniger Risikophasen für die Kuh, eine bessere Gesundheit, weniger Trockenstehzeiten, längere Nutzungsphasen, insgesamt eine längere Nutzungsdauer mit geringeren Reproduktionsraten und auch, wie Sie schon sagten, weniger Nachzucht, das heißt weniger Kälbern am Markt. Frau Rover, welche Veränderungen haben Sie nach der Umstellung bei Ihren Tieren gesehen? Nach der Umstellung habe ich den Eindruck, dass es den Kühen einfach besser geht und unser Erstbesamungserfolg ist höher gegangen. Also das kann ich jetzt rundaus bestätigen, was Frau Römer gesagt hat. Wir sind erfolgreicher bei den Erstbesamungen und den Tieren geht es besser. Und ich als Kälberfrau merke einfach, dass ich mehr Zeit fürs einzelne Kalb habe, weil sie nicht mehr so viele sind. Was sicherlich zu beachten ist, nun haben wir von der Genetik her auch Rotbund DN noch sehr dazwischen im Betrieb, dass sie sehr rund werden.
Und da muss man sicherlich mit der Fütterung aufpassen, dass sie dann nicht verfetten, dass es da eine gewisse Grenze gibt. Okay, vielen Dank. Frau Römer, was gibt es zu beachten, wenn ein Betrieb auf die verlängerte Zwischenkalbzeit umsteigen möchte? Ist das für jeden Betrieb interessant oder lohnt es sich nur für bestimmte Betriebe? Es lohnt sich für alle Betriebe, deren Kühe mehr als 3.500 Liter Milch im Jahr geben. Nein, im Ernst. Ich würde es Betrieben empfehlen, die Kühe mit mehr als 9.000 Liter Milch haben. Hier kann man sich gezielt bei Einzelkühen an das Thema herantrauen. Viele Landwirte machen das ja schon seit langem, gönnen gerade ihren Spitzenkühen längere Zwischenkalbezeiten, um sie später noch ein weiteres Mal tragen zu bekommen und genau von diesen Kühen noch weibliche Nachzucht zu erhalten. Nur nennt man das dann nicht so. Aber es wird ja auch schon häufig gemacht. Der Anfang ist also schon getan und Voraussetzungen für eine umfangreiche Anwendung dieser Strategien sind aus unserer Sicht eine gute Persistenz der Laktation, eine Anpassung des Fütterungsregimes bzw. der Gruppeneinteilung im Stall und dass man offen sein muss für Veränderungen. Andererseits Betriebe, die mit dem Verkauf ihrer Nachzucht zusätzliches Einkommen erzielen, vorausgesetzt die Erlöse sind höher als die Kosten, den Betrieben würde ich dieses Verfahren nicht unbedingt empfehlen. Die sollten abwägen, was rentabler ist. Und auch Betriebe, die das Wochenbett der Kühe nicht im Griff haben und deren Fruchtbarkeitsmanagement insgesamt im Argen liegt, die sollten sich nicht darauf ausruhen, auf einer verlängerten Laktation. Ein gutes Management, gesunde Kühe sind die wichtigsten Voraussetzungen. Ich denke, man muss bestimmte Sachen auch mit berücksichtigen. Zum Beispiel, dass man durch eine längere Laktation mehr laktierende Kühe in der Herde hat. Man hat also auch einen höheren Melkaufwand. Man hat dafür weniger trockenstehende Kühe insgesamt so pro Zeiteinheit. Man hat auch weniger Kälber und weniger Jungrinder. Das alles muss man neu anpassen. Okay, vielen Dank. Eine Frage noch an Frau Rover. Sie haben es schon angedeutet, aber wie machen Sie das? Woran machen Sie den optimalen Besamungszeitpunkt bei Ihren Kühen fest? Als wir angefangen haben, sind wir davon ausgegangen, dass wir einfach die ersten Milchkontrolldaten genommen haben und die Milchmenge mal 2 genommen haben. Und das war unsere freiwillige Wartezeit. Inzwischen sind wir eben dabei, Fetteiweißquotient, die Konditionierung der Kuh und sicherlich auch ihre Persistenz zu beurteilen und dann zu entscheiden, ob wir noch mal länger warten oder ob sie dann tatsächlich an dem Tag besamt werden sollen. Prima, danke schön. Frau Römer, Sie koordinieren seit Anfang dieses Jahres ein Modell- und Demonstrationsvorhaben Tierschutz, das sich mit der Verlängerung der Laktationsperiode beschäftigt. Anhand welcher Kriterien wird auf den Projektbetrieben der optimale Besamungszeitpunkt bestimmt? Genau dafür, zur Berechnung des optimalen Besamungszeitpunktes, haben meine beiden jungen Projektkollegen Tim Kulo und Sirk Terpstra ein eigenes Modell entwickelt. In diesen sogenannten TBS-Rechner, tierindividueller Besamungsstart heißt das, muss der Landwirt nur die Laktationsnummer der Kuh eingeben, ihre Tage in Milch und den aktuellen 7-Tage-Schnitt der Milchleistung. Und dieser sogenannte TBS-Rechner gibt dann den optimalen Besamungsstart aus. Dahinter liegt eine Modellkalkulation, die ich hier nicht so verraten möchte. Okay, an der Uni Gießen ist in einer Studie von Professor Heu der Einfluss einer verlängerten Zwischenkalbezeit auf das Abgangsalter und die Lebensleistung ausgewertet worden. Im Ergebnis rechnet sich eine frühe Besamung nicht. Dagegen erreichen Kühe mit einer verlängerten Zwischenkalbezeit von durchschnittlich 430 Tagen eine höhere Lebens- und Lebenstagsleistung und die Kühe verbleiben länger im Betrieb. Frau Römer, wo sehen Sie den ökonomischen Vorteil der verlängerten Zwischenkalbezeit und welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein? Ja, nach 430 Tagen, das ist doch schon was. Das ist insgesamt ein bisschen schwierig zu berechnen, weil für die Nutzungsdauer und die Lebensleistung ja nur zurückliegende Daten genutzt werden können. Und es gibt nur sehr wenige Betriebe, die bereits seit mehreren Jahren bewusst ihre Kühe später besamen. Geht eine von diesen bewusst verlängerten Kühen dann ab, drückt sie die mittlere Nutzungsdauer nach unten. Andererseits
kann bei der Auswertung oft nicht unterschieden werden, ob die Zwischenkalbezeit bewusst oder krankheitsbedingt verlängert war. Dazu müssen alle Gesundheitsdaten digitalisiert sein, wie bei unseren Testherdendaten. Und wir haben daher anhand reeller Daten Modellkalkulationen berechnet. Wir hatten über 17.000 Kühe mit einer kurzen Zwischenkalbezeit, also pro Kuh und Jahr ein Kalb, und mehr als 10.000 Kühe mit einer langen Zwischenkalbezeit, da war die über 460 Tage. Und Kühe mit der langen Zwischenkalbezeit gaben auf 5 Jahre bezogen 1.500 Liter mehr Milch, hatten weniger Erkrankungen und eine um 1 Kilogramm Milch höhere Leistung je Lebenstag. Frau Rover, vielleicht jetzt noch Sie gefragt. Sie würden die verlängerte Zwischenkalbezeit wahrscheinlich nicht anwenden, wenn sich das nicht irgendwie rechnen würde. Was trägt Ihrer Ansicht nach hauptsächlich zum wirtschaftlichen Erfolg bei? Der wirtschaftliche Erfolg ist sicherlich mit der höheren Milchleistung begründet. Weniger Abkalbung, weniger Tüdeln rund um die Kalbung und im Grunde genommen auch weniger Nachzucht denn deswegen zu haben und sich dann auf die zu konzentrieren, die man dann auch später als Nachzucht braucht. Das klingt alles sehr positiv, aber gibt es auch Herausforderungen? Wenn wir zum Beispiel auf die Zucht schauen, wird sich bei der Umstellung auf eine verlängerte Zwischenkalbezeit durch die spätere Besamung der Fruchtbarkeitswert verändern. Frau Römer, gibt es hier schon Ansätze, wie sich dies berücksichtigen lässt? Ja, die größte Herausforderung, die sehe ich eigentlich bei den Zuchtverbänden. Sie rechnen sich ja über die Anzahl Besamungen, verkaufte Sperma und Tierverkäufe ab. Das alles wird durch längere Laktationen weniger und auch der Zuchtfortschritt wird geringer, weil sich das Generationsintervall erhöht. Aber die meisten Zuchtverbände sehen die Vorteile auf der Seite der Landwirte und auf der Seite des Tierwohls und passen ihre Beratungsstrategien bereits an. Neue Ansätze, da sehe ich tatsächlich noch Nachholbedarf. In den 70er Jahren wurde festgelegt, dass diese Parameter von Zeit zu Zeit überarbeitet werden sollten. Und ich denke, dafür ist nun höchste Zeit. Man sollte aus meiner Sicht die Nutzungsdauer nicht mehr in Laktationen angeben. Die Rastzeit immer nur in Abhängigkeit von der freiwilligen Wartezeit berechnen oder von mir aus die Rastzeit ganz weglassen, auch aus dem Zuchtwert rausnehmen. Die Verzögerungszeit ist ein guter Parameter. Sie wird weiter steigen, nicht sinken, weil wir bessere Erstbesamungserfolge haben. Das hat Frau Rover ja auch schon gesagt. Und die Non-Return-Rate wird auch steigen, weil eben der Erstbesamungserfolg größer ist und dann mehr Tiere nicht wieder erneut in Brunst kommen. Aber wenn man sowas ändert, Fruchtbarkeitsparameter, insbesondere auch im Zuchtwert, dann muss das auch international trotzdem vergleichbar sein. Zum Beispiel einheitliche Zuchtwerte international. Und bis dahin ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg. Eine Herausforderung, aber auch eine wundervolle Chance sehe ich darin, was Frau Rover eben schon gesagt hat, die wenigeren Kälber, die man dann hat, exklusiver und intensiver aufzuziehen zu gesunden, leistungsstarken und langlebigen Kühen. Frau Rover, gibt's aus Ihrer Sicht noch Stolpersteine, die die Umstellung auf eine verlängerte Zwischenkalbezeit erschweren? Auf jeden Fall. Also sicherlich, es ist ja ein wirtschaftlicher Aspekt. Hauptgrund würde ich sagen, Spermaverkäufer, die dann die Theorie auf den Tisch legen, wenn man nicht ab dem 60. Tag besamt, dann würden die anschließenden Eizellen, die dann reifen, in der Mangelphase entstehen und deswegen würde man die Kühe dann gar nicht mehr tragen kriegen. Deswegen müssen sie ab dem 60. Tag unbedingt besamt werden, um diese Follikel, die da noch während der guten Zeit vor der Kalbung entstanden sind, dann zu besamen. Und das ist so altes Wissen oder alte Märchengeschichten, wo sehr schwer gegen anzukämpfen ist. Zum Abschluss möchten wir gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen. Frau Römer, glauben Sie, dass eine Strategie wie die Verlängerung der Zwischenkalbezeit eine Maßnahme sein wird, die sich in der Breite durchsetzt? Und was müsste sich dafür verändern? Ja, da gehe ich ganz stark von aus. Denn wir Wissenschaftler können unsere Ergebnisse offensiv präsentieren. Aber wenn ich als Landwirt sehe, dass es beim Nachbarn klappt, überzeugt das viel mehr. Daher sehe ich auch ein großes Potenzial in unserem Modell- und Demonstrationsprojekt. Und danke jetzt nochmal allen Betrieben, die mit uns gemeinsam eine Umstellung auf eine längere Laktation wagen.
Es gibt bereits Betriebe mit verlängerten Zwischenkalbezeiten wie bei Frau Rover und sehr viele interessierte Landwirte, das haben wir auch auf unserer Suche nach den M&D-Betrieben gemerkt. Und verändern müssen sich, wie Frau Rover gesagt hat, die Wissensvermittlung in Ausbildung und Beratung. Und Kennzahlen wie Zwischenkalbezeiten mehr als 400 Tage dürfen nicht mehr grundsätzlich negativ bewertet werden. Frau Rover, eine abschließende Frage noch an Sie. Wie schätzen Sie anhand Ihrer bisherigen Erfahrungen die Bedeutung einer verlängerten Zwischenkalbezeit für die Tiergesundheit und das Tierwohl auf den Milchviehbetrieben ein? Sehr hoch. Also es ist einfach diese kritischen 100 Tage rund um die Kalbung oder nach der Kalbung, das Energieloch, wo sie die Kühe ja durch müssen, die hilft ja nun mal nicht. Und deswegen ist das so ein Part zusammen. Also ich bin ja schon jahrelang für die Adlibitum-Fütterung der Kälber Werbeträgerin sozusagen. Und da kann ich Frau Rüber bestätigen, von mir als Praktikerin fressen es die Landwirte eher. Das ist ein ganz großes Problem und es müssten mehr Praktiker mehr Werbung machen für die längere Zwischenkalbezeit. Vielen Dank, Frau Römer. Vielen Dank, Frau Rover. Danke für die interessante Diskussion. Das waren jetzt viele Informationen zur verlängerten Zwischenkalbezeit. Lassen wir uns noch mal kurz die Chancen und Herausforderungen zusammenfassen. Vorteil einer verlängerten Zwischenkalbezeit ist ein Mehr an Tierwohl, weil den Kühen nach der kritischen Phase rund um die Kalbung mehr Zeit gegeben wird. Das hat eine längere Nutzungsdauer zur Folge. Zudem wirkt sich der spätere Besamungszeitpunkt positiv auf die Milchleistung und hier besonders auch auf die Persistenz aus. Ein weiterer Effekt ist, dass die Reproduktionsrate sinkt. Es werden also weniger Kälber geboren, für die dann in der Aufzucht auch mehr Zeit ist. Bei der Umstellung auf eine verlängerte Zwischenkalbezeit ist vor allem Geduld gefragt, den Tieren auch wirklich mehr Zeit zu geben. Auch die Auswirkungen auf die Stallkapazitäten müssen berücksichtigt werden, weil es mehr laktierende Kühe, dafür aber weniger trockenstehende Kühe und weniger Nachzucht gibt. Außerdem ist ein Umdenken in der Zucht notwendig, damit die veränderten Fruchtbarkeitsparameter angemessen berücksichtigt werden und nicht wie im Moment den Zuchtwert verschlechtern. Vielen Dank nochmal an Frau Dr. Römer und Frau Rover für die interessante Diskussion. Damit bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auf der Projektwebseite vorbeischauen oder wir Sie auf einer unserer nächsten Veranstaltungen im Projektnetzwerk Fokus Tierwohl begrüßen dürfen. Machen Sie es gut, haben Sie eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Mehr Podcasts zu tierwohlgerechter und nachhaltiger Nutztierhaltung finden Sie bei Spotify, iTunes und SoundCloud. Und wenn Sie noch mehr wissen möchten, dann klicken Sie sich ins Netzwerk auf www.fokus-tierwohl.de. Das Netzwerk Fokus Tierwohl wird gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und ist eingebettet in das Bundesprogramm Nutztierhaltung.